Protestpfanne und die heilige Johanna mit der Gitarre las man in deutschen Zeitungen. Eine Auseinandersetzung mit ihren Vorstellungen über eine bessere Welt erreicht sie in der Regel nicht. Das ist anderen vor ihr auch nicht besser ergangen. Wer für eine Welt ohne Gewalt demonstriert, der gilt in einer Welt, die allein der Gewalt vertraut, offenbar mit Recht als weltfremd. Dass er so wenig ernst genommen wird, hat andere Gründe. Die Utopie selbst nämlich ist in Verruf gekommen. In uns allein brennt noch dieses Licht und der fantastische Zug zu ihm beginnt. Der Zug zur Deutung des Wachtraums, zur Handhabung des utopisch-prinzipiellen Begriffs. Diesen zu finden, das Rechte zu finden, um dessen Willen es sich ziemt zu leben, organisiert zu sein, Zeit zu haben. Dazu gehen wir, hauen wir die Wege, rufen, was nicht ist, bauen ins Blaue hinein, bauen uns ins Blaue hinein und suchen dort das Wahre, Wirkliche, wo das bloß Tatsächliche verschwindet. I love Germany.